Guten Tag, werte Gäste der Meersaumanga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich wollte euch mal kurz ein paar Infos raushauen. Ich habe das jetzt schon mehrmals aufgenommen, damit ich es irgendwie schaffe, vielleicht so ein Infovideo wenigstens kürzer zu halten. Das erste Video war 50 Minuten, das zweite war 20. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch drunter. Mal gucken. Ich leg los. Also, mal was ich für Zeit investiere, nur um euch ein kurzes Infovideo zu machen. Das ist für mich nicht einfach. Erstens mal Happy Halloween. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Vielleicht seid ihr gerade in der Grusel-Wusel-Stimmung. Ich sag dazu gleich noch was. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch da draußen. Die Themenwoche, die Muschi-Week letzte Woche, die Themenwoche rund um Insekten kam sehr gut an. Mehr als ich gedacht hätte. Es hat mich auch gefreut, dass die Varianz in den Themen und in den Medien sozusagen euch tatsächlich angesprochen hat. Natürlich hat euch nicht alles angesprochen, ne? Ist klar. Aber das freut mich trotzdem sehr. Es haben auch ein paar Leute die Geduld verloren und haben gesagt, wow, der redet ja nur noch über Insekten. Ja. Also, tut mir leid, dann selber dumm. Ist das halt. Was soll ich sagen? Es gibt genug dumme Menschen da draußen. Denen wirst du es auf jeden Fall nicht recht machen. Die kriegen ja die Krise, wenn du eine Woche lang nicht über One Piece sprichst. Obwohl du doch gesagt hast, dass du über One Piece sprichst. Leute, ne? One Piece in Stückchen kommt. Ich nehme das auf, aber ich gebe dem halt einfach eine Zeit. Ich habe so viele Sachen am Stück laufen. Ich kann mich nicht auseinanderreißen. Ich habe halt vor allem noch eine Arbeit und andere Situationen im Leben, die ich irgendwie auf die Reihe bekommen muss, die auch nicht immer alle schön sind. Und ja, ihr müsst mir einfach Zeit geben. Dazu kommen wir auch noch am Ende des Videos, also bleibt dran noch. Ich will mich, wie gesagt, auf jeden Fall in erster Linie bei euch da draußen bedanken, dass ihr da offensichtlich Spaß mit hattet. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass das ein sehr interessantes eigenes Thema war. Ich habe insofern da bisher jetzt wirklich nichts im Englisch- und im deutschsprachigen Manga- und Anituber-Bereich in irgendeiner Form gesehen, was mich dazu irgendwie so ein bisschen einzigartig macht, was mich sehr erfreut hat, weil es ist immer cool, wenn man eine Idee hat und die ist soweit momentan noch einzigartig. Dass es gut ankam bei euch, dass ihr tolle Kommentare hinterlasst habt, dass ihr, dass teilweise ein paar Leute in das Membership gerutscht sind, das hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Ich erkläre euch nochmal kurz für die Leute, die es nicht kennen. Ihr habt die Möglichkeit, Meersaumanga monatlich einmal quasi zu bezahlen, also zu supporten. Das ist quasi so eine Art Abo-Modell. Da könnt ihr entscheiden, ob ihr entweder monatlich 1 Euro oder 5 Euro an Meersaumanga gebt. Der Inhalt, also das Dankeschön sozusagen, einmal im Monat lade ich ein Video hoch, nur für Membership-Leute, das dann 4-5 Monate später oder sowas dann auch in die Öffentlichkeit gerät, aber wie gesagt, vorerst privat dann ist, für die Membership-Leute, für die Follower sozusagen. Und wenn ihr eben halt beschließt, das zu tun, dann ist es egal, ob ihr 1 Euro zahlt oder 5 Euro, weil ich will da gar nicht differenzieren, wenn Leute nicht so viel Geld haben und sagen, aber 1 Euro habe ich, dann kriegen die genau das Gleiche wieder auch. Ich kann nicht mehr und nicht weniger. Und genau, oder wenn ihr, genau, das wollte ich sagen. Und da sind einige reingerutscht und da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Sehr, sehr cool. Das freut mich, wenn ihr die Motivation verspürt, mich zu unterstützen. Das unterstützt und hilft auch mir. Ich habe im Februar angefangen mit der Monetarisierung des Kanals und habe jetzt nach fast 10 Monaten es geschafft, 70 Euro zusammenzukratzen mit dem Verdienst auf YouTube. Ist natürlich gelinde gesagt lächerlich, offensichtlich. Auch wenn ich anderweitige Dinge gehört habe, es gab Leute, die haben gemeint, dass das ziemlich viel ist. Und da dachte ich mir, in welcher Welt sind 70 Euro in 9 Monaten viel? Aber okay, alles klar. Gut, keine Ahnung. Leute kaufen sich für 80 Euro ein Spiel, aber wenn Content-Creator in 9 Monaten 70 Euro verdient, ist das too much. Alles klar. Gut, spannenderweise, wenn man dann so schaut, welchen Leuten diese Leute verfolgen, dann haben die teilweise irgendwie Abos von irgendwelchen YouTubern oder so, die haben 100.000 und mehr Abonnenten. Die verdienen im Monat ein paar Tausender. Aber das ist in Ordnung dann. Es ist immer so ein komisches Konzept, aber ich will das nicht nochmal irgendwie aufdröseln. Ich finde es einfach nur skurril. Ja, aber wie gesagt,
Ich reagiere da jetzt mittlerweile nicht mehr drauf. Ist mir egal. Wenn ihr das Gefühl habt, dass 70 Euro zu viel ist, dann ist hier die Tür. Könnt ihr rausgehen. Niemand zwingt euch, mehr so Manga zu gucken oder zu abonnieren. Geschweige denn zu unterstützen. Dürft ihr selber alles selber entscheiden. Niemand zwingt euch dazu. Okay? Okay. Ja, das ist mal dazu gesagt. Aber ja, mit diesen 70 Euro habe ich eben halt aber auch für die Themenwoche dann die Möglichkeit gehabt, mal zum Beispiel einen französischen Manga zu kaufen. Nicht, weil ich den unbedingt haben wollte, sondern einfach, damit ich ihn euch in die Kamera halten kann, damit ich euch ein bisschen reinblättern kann, damit ich euch zeigen kann, wie der Manga so ist, weil er dann zum Beispiel nur auf Japanisch oder Französisch oder so existiert. Aber da habe ich eben halt die Möglichkeit, euch so ein bisschen was dazu zu zeigen. Zum Beispiel bei Gokicha habe ich das gemacht. Aber auch für zukünftige Themen oder Ideen oder irgendwelche kreativen Sachen habe ich eben halt da mal Geld rein investiert. Für den einen Manga hier, für die Japan GmbH, einer der ältesten deutschen Manga, die es auf dem Markt gab. Auch dafür habe ich quasi Geld ausgegeben von diesen 70 Euro. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, aber ich habe die halt quasi schon einberechnet, weil ich einfach ein paar interessantere Sachen machen möchte. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche den unbedingt in der Sammlung, aber ich dachte mir, es ist mal vielleicht ein interessantes Video, das man draus machen kann für die Zukunft. Und ja, so Sachen werde ich dann eben halt von diesem Geld, was ihr mir monatlich gibt, das wird dann in so eine unsichtbare Kasse geworfen, damit ihr mal das System versteht. Und es müssen mindestens 70 Euro sein, die erreicht werden. Und dann muss Monatsende sein. Und dann bekommt man diese mindestens 70 Euro, die in dieser Kasse liegen, ausgezahlt. Ich habe es aber über 9 Monate nicht geschafft, 70 Euro zu erreichen. Ne? Also so müsst ihr das sehen. Der Pool hat sich langsam gefüllt. Und dann war der Punkt erreicht. Ich schalte ja auch wenig Werbung, weil ich die Leute nicht nerven möchte. Also wenn ihr sagt, ich schaue ein Stundenvideo zum Beispiel und da sind 2, vielleicht 3 Werbeblöcke drin, ist das mein persönliches Maximum, was ich so mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das zu viel oder zu wenig ist. Ich sage das deshalb, weil YouTube ja jetzt mittlerweile dieses System hat oder beziehungsweise immer mehr in die Richtung geht, Adblock verboten. Und das ist auf der einen Seite natürlich gut für Content Creator, weil die dann endlich wahrscheinlich auch wesentlich, also ich denke, man wird es bemerken, wenn die Leute jetzt mehr Werbung anschauen, dass man da dann doch ein bisschen mehr, minimalst mehr Geld bekommt. Für mich wird das jetzt auch nicht der Renner sein, aber so wird sich halt die 70-Euro-Kasse schneller füllen und ich kann mehr coolen Scheiß für mehr so Manga-Videos dazu kaufen, ne? So kleine Props oder irgend so ein Quatsch halt. Und die, ja, genau. Und das ist halt insofern schon cool, ist natürlich aber trotzdem auch ein bisschen nervig und forcierend, aber es ist halt nun mal, YouTube macht das jetzt halt. Es werden ein paar Leute natürlich immer wieder so Umwege finden, aber ich glaube, die werden irgendwann immer weniger und irgendwann sagen sich die Leute, ah, fuck it, ich habe keinen Bock mehr und werden das durchziehen. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Und dann, dafür möchte ich euch schon mal im Voraus fragen, ist das in Ordnung? Also wenn man sagt, so 1 Stunde, 3 Werbeblöcke, ist das okay? Ist das zu viel? Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare posten. Genau. So. Das würde mich nämlich generell interessieren, weil ich würde es ja schon euch ein bisschen anpassen, damit ihr nicht irgendwie sagt, oh mein Gott, da ist schon wieder eine Werbung. Ah, fuck. Ich weiß, Werbung ist nicht geil, ich weiß, I know. Aber irgendwie muss man ja, ne, relevant bleiben. Und ja, würde mich mal interessieren, wie viel Werbung ihr so für euch in Ordnung ist. Ich weiß auch, dass manche Leute das alle 10 Minuten machen. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Auch da kommt es dann halt drauf an, ne? Dann müsst ihr wirklich große YouTuber sein, große Abonnentenzahlen haben. Dann wird es euch verziehen. Dann macht ihr alle 15 Minuten oder 10 Minuten Werbeblock rein und die Leute gucken es trotzdem. Und ne? Weil dann lohnt sich das Werbeschalten so gesehen erst, ne? Ihr merkt, da könnte ich vielleicht schneller was dran verbinden. Aber ich würde halt auch nicht jeden 10 Minuten das machen, weil ich das selber nicht so geil finde. Aber auch, das muss man auch dazu sagen, als kleiner YouTuber überhaupt Werbung zu schalten, wie gesagt, da wird man ja schon in Teufels Küche gesteckt, wie man es nur wagen kann. Und wenn man dann noch kürzer Werbung schaltet, hat man ganz schnell Leute weg. Und ich will euch ja nicht verkraulen, sondern ich will euch eher bei mir lassen. Und ja, deswegen könnt ihr mal gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Dann noch ganz kurz,
auch noch zu diesem finanziellen Thema sozusagen, weil einfach, dass ich das mal loskriege. Ich bin ein freundlicher Mensch, aber ich lebe nach dem Motto, wer sich wie ein Arschloch verhält, hat das absolute Recht, als Arschloch, also als auch jenes Arschloch, ignoriert zu werden. Na, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie auf irgendjemanden draufklatscht und ihn beleidigt und weiß der Geier, habe ich auch gar keinen Bock drauf, mit irgendjemandem Beef zu kriegen, aber wenn ihr euch wie ein Arschloch verhält, dann werde ich euch gegebenenfalls ignorieren. Also dann braucht ihr euch nicht mehr wundern, wenn eventuell ich nicht mehr auf eure Kommentare oder so reagiere, geschweige denn vielleicht die überhaupt noch lese. Ja? Ich möchte, das ist irgendwie logisch, aber ich möchte es trotzdem einfach nochmal sagen, weil ich glaube, man muss es auch mal ausformulieren. Ich bedanke mich für alle, die ins Membership gehen, die einen super Chat, kann man by the way, man kann quasi über YouTube, über PayPal Geld schicken, dem Content Creator, also in diesen Pool, ohne dass die Leute, oder dass der Content Creator einen Stream gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Leute wissen, aber da ist dieses Dollarzeichen immer unter den Videos und dafür, könnt ihr dann was Lustiges schreiben und einen Betrag auswählen oder sowas. Das geht auch möglich, das wandert auch in diese Kasse. Und genau, Membership, die Superchat macht, ob ihr mir ein Paket schickt oder sonstiges oder Kofi in irgendeiner Form irgendwie mich unterstützt. Ich danke euch sehr dafür. Und jetzt kommt das große Aber. Und das dürft ihr mir bitte nicht falsch auslegen. Ich respektiere und akzeptiere das sehr. Ich möchte aber im Vornherein ganz, ganz klarstellen, das war jetzt in dem Fall nur ein Abonnent, also niemand, der mich in irgendeiner Form so finanziell oder irgendwie mit einem Manga oder so supportet hat oder über manga-ecke.de irgendwie geschrieben hat, hey, schick dir mal irgendwie ein Buch oder sowas, was auch möglich ist, ne, könnt ihr auch machen. Aber, ja, es hat in der Aufzählung gefehlt, sorry Manga-Ecke. Aber der Punkt ist, es denken manche, dass wenn sie, das merkt man vor allem auch bei VTuber tatsächlich sehr, dass wenn sie Superchats rausschmeißen oder so, also quasi den Content Creator finanzieren und denen helfen, dass sie sich dann manchmal verhalten können wie ein Arschloch und dann eben halt so einen Freifahrtschein bekommen, ist nicht. Also ist halt wirklich nicht. Ich bedanke mich sehr für Leute, die mich supporten und so, aber wenn ihr anfangt, meint, ihr müsst eure gute Kinderstube irgendwie meint zu verlernen müssen und dann irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie jetzt einen vom Leder ziehen, das schützt euch keine Aktion in der Vergangenheit oder in der Zukunft davor. Ich bin jetzt nicht nachtragend, wenn jemand so nach ein paar Monaten wieder in einen normalen Rhythmus gerät und aufhört, dumm zu sein, dann ist es auch für mich wieder in Ordnung, dann sage ich Schwamm drüber, vielleicht, ich weiß nicht, was bei der Person in der Vergangenheit war oder so, aber ich muss es einfach nochmal betonen, wenn man sich permanent bei mir, also man muss, braucht schon, es reicht jetzt nicht einmal, wenn ihr mehrmals komisch auffallt, dann ist es fertig für mich, ne, also das ist egal, was ihr damals gemacht habt und in Zukunft noch tun werdet. Ich freue mich über jeden Support, aber es ist kein Freifahrtschein. Das vergessen vielleicht manche und ich möchte es einfach nochmal auch für Maison Manga betonen. Na, nur weil ich kleiner bin, heißt es nicht, dass man auf mir rumtrampeln kann, so nach dem Motto, haha, du brauchst mich ja. Ich brauche solche Leute auf keinen Fall. Das ist schon mal eins. Da habe ich lieber weniger von solchen Leuten und weniger, die nicht zahlen. Oder in irgendeiner Form sowas supporten. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das kann man nachvollziehen, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Hot Take oder sowas. So. Das wollte ich auch nochmal kurz loswerden, weil das fand ich auch ziemlich Panne und wie gesagt, das ist einfach kein Grund. Gut, bei mir passiert das nicht so oft, aber gerade bei, wie gesagt, irgendwelchen Streamerinnen meistens überwiegend, die meinen dann halt, nur weil sie einen Arsch voll Geld da rein investiert haben in so eine Person, dass die dann irgendwie jetzt das Freirecht für zu haben, irgendwie dumme Scheiße zu machen, ist nicht. Ist nicht. Ist auch nicht bei Maison Manga so, auch wenn es hier ein bisschen kleiner stattfindet. Ja, genau, Tutentun. So, dann möchte ich euch noch hinzufügen, heute Abend gibt es, also heute ist ja Halloween, 31. Oktober, und ich wollte, das Gruseligste, was ich gekriegt habe, ist ein
Playthrough nicht, aber ich habe das Tutorial und vier Fälle sozusagen gemacht in einem Spiel, das hört auf den Namen World of Horror. Ich habe das aufgenommen, ich hatte einen Riesenspaß und ich würde mir wünschen, dass ihr das heute Abend mal anguckt, euch mal, wenn euch Horror-Manga interessieren, wenn euch sowas wie Junji Ito interessiert, wenn ihr Japan mögt, wenn ihr H.P. Lovecraft und so weiter mögt. Wenn all solche Themen euch interessieren, so im Horrorbereich, und ihr so ein bisschen Bock auf Halloween-Stimmung habt, dann schaut heute Abend mal in das Video rein. Das würde mich freuen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und würde mich über eine positive Rückmeldung von euch generell unter dem Video freuen. Weil ich dann weiß, dass ihr Bock habt, und dann würde ich es auch weiterhin aufnehmen. Wird die Resonanz, ist die zu gering, werde ich nicht einen weiteren Part machen, weil natürlich das Aufnehmen des Videos und so weiter, das ist natürlich anstrengender, als wenn ich es privat spiele, ne? Also ich habe auf beide Weisen Spaß, aber das eine ist anstrengender. Das würde ich dann nur für euch machen. Wenn ihr aber sagt, na, René, es interessiert mich nicht, dann ist es in Ordnung. Dann spiele ich es weiterhin privat. Aber ja, ich habe auf jeden Fall mal eine Session aufgenommen und vielleicht habt ihr da Bock drauf. Und es ist ein sehr geiles Spiel, möchte ich nur mal sagen. Und es ist ein Horrorspiel für mich gemacht, ja. Also ich habe schon von dem einen oder anderen mich erschrocken, aber es ist eigentlich lächerlich, wovor ich mich erschreckt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist halt, ich bin halt ein Hasenfuß, was das Thema angeht. Aber es ist halt auch genau so ein Spiel, das ist ein Spiel, es ist ab 16, ja. Also es ist nichts Krasses. Aber visuell ist es super beeindruckend und geil und spielerisch macht es super Spaß. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Bock drauf. So, und ich sehe gerade, ich schaff's wieder mal nicht unter die 20 Minuten. Aber ich habe es trotzdem ein bisschen, ich habe noch ein paar Themen ergänzt und bin trotzdem noch in dem Rahmen. Das ist sehr gut. Also wie gesagt, schaut da auf jeden Fall mal rein, würde mich freuen. So, dann werde ich mich jetzt noch dran machen. Das wird ungefähr eine Stunde dauern. Dann werde ich euch noch eine Playlist unten in die Videobeschreibung und in die Kommentare packen zum Thema Horror. Also alles, was mit Horror zu tun hat, Vampire, Zombies und anderes Gefiech. Und Themen und Manga, Anime, Videospiele, was auch immer, werde ich alles in eine Playlist hauen. Das wird mich ungefähr eine Stunde kosten. Und werde es euch dann reinhauen, falls ihr nämlich sagt, hey, ich habe irgendwie Bock heute vielleicht noch auf was Gruseliges oder so. Oder irgendwie mal mir so ein Horror-Manga mal näher bringen zu lassen oder sonst was. Schaut mal in die Videobeschreibung oder in die Kommentare rein, in die Playlist, die ich euch dafür gemacht habe. Und dann könnt ihr vielleicht noch, weil von den 1500 oder wie viele Videos haben wir mittlerweile auf der Uhr, ist da die Übersicht mittlerweile, geht da ein bisschen flöten und da erstelle ich euch mal so eine Horror-Playlist und dann könnt ihr mal ein bisschen durchklicken und vielleicht findet ihr das eine oder andere Video noch, was euch gefällt. So, dann folgendes. Noch eine Sache. Ach so, ja genau. Ich werde alle einzelnen Videos, auch alte Videos, durchgehen, was die Monetarisierung angeht. Das wird nicht Hölle, weil das sind ja über 1000 Videos und es wird sehr langsam stattfinden. Aber ich werde nach und nach die Monetarisierungen anpassen, weil die werden ja irgendwann Pflicht für euch, also Werbung anzugucken. Und YouTube hat aber leider das Problem, dass die haben automatisch alle meine Videos dann quasi monetarisiert und die Werbeblöcke nach YouTube-Gunsten eingepackt und das sind teilweise wirklich, da sind 4 Minuten dazwischen und dann kommt wieder ein Werbeblock. Das ist so geisteskrank und das muss ich mal ändern, weil ich habe ja immer gesagt, ihr könnt auch alte Videos gucken und da einfach den Adblocker reinmachen, weil das ist Unding, aber jetzt bin ich leider gezwungen, das händisch zu machen und es wird die Hölle. Das wird die Hölle. Aber ich mach's, aber es wird sehr lange dauern. Ich möchte es euch nur nochmal bewusst machen, dass es sein könnte, dass wenn ihr alte Videos guckt, dass da sehr, sehr viele Werbeblöcke drin sind. Aber die sind nicht von mir. Das ist YouTube. Das ist ein automatisches YouTube-System und das ist zum Kotzen. Und das muss man dann manuell alles einzeln machen. Und bei alten Videos habe ich dann gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich's machen. Also da müsst ihr mir auf jeden Fall viel, viel Zeit und Geduld geben und wünschen. Ich möchte es nämlich auch, dass Leute, wenn Leute ältere Videos oder Podcasts oder so angucken und hören, dass sie da nicht dauerbeschallt werden in Zukunft, wenn Adblock nicht mehr funktioniert. Okay? So, und das große, grande Finale-Thema ist etwas, was vielleicht nicht vielen gefallen wird. Und
erstens mal, ich habe mitbekommen, Leute schicken mir jetzt gerade momentan Pakete oder über manga-ecke.de Dinge, die jetzt hier in den nächsten Wochen ankommen werden. Wie soll ich das formulieren? Ich habe noch Manga-Kolle Plus, was ich aufnehme. Ich habe One Piece. Ich werde die Manga-Montage mit Mermaid Melody aufnehmen und vieles, vieles mehr. All das werde ich tun in meiner Pause. Das klingt jetzt ein bisschen nicht nach einer Pause, aber hört mich an. Ich werde eine Pause auf unbestimmte Zeit machen. Es kann eine Woche sein, es kann 2 Wochen sein, es kann 3 Wochen sein, es kann ein Monat sein. Und dann werde ich wieder zurückkommen und euch wieder am laufenden Band Videos raushauen können. Aber diese Themenwoche, die war sehr, sehr fordernd. Ja, und ich habe mich auch ein bisschen viel übernommen. Hat Schlafstörungen verursacht und so weiter. Das war jetzt auch für den Beruf jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung. Aber so bin ich halt, wenn ich irgendwie von was begeistert bin und ich möchte das Projekt durchziehen, dann ziehe ich es halt durch. Und manchmal auch auf Kosten der Gesundheit. Ist nicht die beste Einstellung, ehrlich gesagt. Aber es ist, ich bin dann auch in so einem Modus drin und ich sehe es dann auch einfach nicht ein, da abzubrechen oder länger zu pausieren. Das mache ich eher sehr, sehr ungern, weil das ist auch immer in meinem Kopf dann und nervt mich und stresst mich dann wieder. Vielleicht kann das irgendjemand nachvollziehen von euch. Ich hasse es, Projekte nicht zu beenden. Ich hasse Leute, die mit mir ein Projekt machen und dann einfach, ja, das einfach sich im Sand verläuft, ohne einen relevanten Grund zu haben. Ja? Wenn jetzt viele Leute denken, ja, so wie Hendrik, nee, das hat einen Grund. Das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch legitim, da sage ich auch gar nichts. Aber ich habe halt Leute gehabt, mit denen ich ein Projekt schon angefangen habe, die dann einfach irgendwie so langsam keinen Bock mehr auf das Projekt hatten oder sowas. Und dann nicht mal, oder irgendwie dann so voll drin waren, so in den Anfangsphasen. Und wenn es dann weiterging, dann war auf einmal dann so komplett, waren sie dann komplett raus. Und ich dachte mir, okay, mache ich das jetzt alleine? Was ein Scheiß. Und das ist dann sehr oft passiert und das hasse ich. Und irgendwie bin ich da so komplett der andere Typ. Und das ist, wie gesagt, auch manchmal auf Kosten meiner Gesundheit, was auch nicht immer die beste Option ist. Aber ich möchte deshalb, gerade deshalb, mir eine Pause gönnen. Wie gesagt, auf unbestimmte Zeit. Ich werde jetzt nicht zu lange, also 2 Monate oder so, oder ein halbes Jahr oder sowas wird es auf keinen Fall. Und vielleicht will ich auch noch mal was für Weihnachten noch ein bisschen vorbereiten. Vielleicht habe ich da noch die eine oder andere Idee. Mal schauen. Schwieriges Thema im Anime-Manga-Bereich, ehrlich gesagt. Aber vielleicht finde ich wenigstens ein Video dazu oder sowas. Vielleicht, keine Ahnung. Mache ich noch mal so Adventskram. Mal schauen, wenn ich was dazu, wenn mir was dazu halt einfällt, ne? Aber all das sind Projekte und es kommen Pakete von euch und Sachen über die Möglichkeiten, die ihr in der Videobeschreibung findet, wie ihr mich supporten kommt, könnt. Alles cool. Ich werde mich um alles kümmern, aber es wird nicht sofort ein Video kommen, weil ich erstmal pausieren muss. Ich muss wirklich mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich muss frei von dem Gedanken kommen, oh, ich könnte ja jetzt in dieser Video noch dieses Video schnell fertig machen, sondern ich möchte mal das so alles so wieder am Stück aufnehmen oder beziehungsweise mich darauf konzentrieren, in Ruhe die Sachen vorzubereiten, hochzuladen, bereit zu haben auf YouTube, dass ich es nur noch einschalten muss für euch, freischalten muss und dann let's go. Und parallel dazu kann ich dann in dieser Woche, wo ich das dann quasi freigeschalten habe, was ich schon vor einem Monat vielleicht aufgenommen habe, kann ich parallel dazu weiter an neuen Sachen für die Zukunft arbeiten. Ne? Und so funktioniert mein System. Und deswegen brauche ich halt auch mal da, was das angeht, eine Pause. Okay? Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Auch wenn ich weiß, jetzt sind bestimmt Leute da auch manchmal dazugekommen und die sagen, was, jetzt habe ich abonniert, jetzt macht der Pause. Aber aus dem Aspekt heraus darf man nie Pause machen und das geht, es geht nicht. Leute, ich brauche eine Pause. Ich brauche wirklich eine Pause. Habt ihr die Themenwoche gesehen? Habt ihr gesehen, wie viel Holz das war? Wie viel Lebenszeit da drin steckt? Ja. Aber wie gesagt, es ist alles nicht vergessen. Ich werde THX-Videos machen von euren Paketen und von euren Zusendungen und all dem. Keine Sorge, es wird alles noch passieren.
Auch diese ganze Geschichte von wegen eure Schätze, ne, wo ihr mir Bilder zuschickt, könnt ihr auch immer noch machen, falls ihr eure Anime- und Manga-Sammlung und so immer noch mir zuschicken wollt, könnt ihr das gerne über Maison Manga zusammengeschrieben klein at gmail, also gmail.com, könnt ihr das gerne schicken oder über X-Twitter oder über den Discord, je nachdem, wo es euch lieber ist. Oder von mir aus könnt ihr auch mir auch einen Link schicken, was auch jemand gemacht hat über eine Dropbox oder sowas, geht genauso gut. Irgendwie in irgendeiner Form könnt ihr mir es zukommen lassen. Dann kann ich das auch noch berücksichtigen, weil ich werde vielleicht auch noch den ein oder anderen Part dann in der Freizeit aufnehmen dazu. So, jetzt glaube ich, habe ich alles aus dem System. Vielen, vielen Dank für euren Support. Mega krass. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank, dass ihr mit der Variation klarkommt, dass ihr auch wirklich sagt, oh, das interessiert mich jetzt mal nicht. Zum Beispiel Gaming ist ein Thema, das interessiert die wenigsten tatsächlich, also prozentual auf dem Kanal. Das ist nur, hat nur sehr, sehr wenig Anklang, genauso wie VTuber-Themen auch. Aber ich mag nun mal beides sehr gerne und ich werde auch beides weiterhin thematisieren in der einen oder anderen Form mal. Und ich freue mich aber trotzdem, dass Leute am Ball bleiben und nicht sagen, ah, oh, der macht jetzt irgendwas anderes, den deabonniere ich jetzt mal. Das finde ich schon sehr cool, dass ihr dieses Konzept von Maison Manga ist für alle, aber nicht für jeden respektiert und dass ich einfach weiterhin mein ganzes Otaku-Leben hier in irgendeiner Form ausleben kann. Das bedeutet mir sehr viel und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. So, wie gesagt, schaut nochmal unten in die Videobeschreibung rein für alles Mögliche und auch für die Horror-Playlist, die ich jetzt noch zusammenstellen werde. Und dann wünsche ich euch noch ein Happy Halloween und ein paar schöne Wochen. Vielleicht schaut ihr mal in das eine oder andere Maison-Manga-Video rein in diesen Wochen, wo ich nichts hochlade. Würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr mich erreichen wollt, wie gesagt, ich bin über Discord oder über Twitter, X-Twitter, nach wie vor erreichbar. Auch über E-Mail könnt ihr mir jederzeit was schreiben. Ich antworte so schnell ich kann. Ich werde, genau. Ich gebe mein Bestes. Und ihr hoffentlich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmonat sozusagen. Wie gesagt, wenn ich wieder da bin, bin ich wieder da. Vielleicht wird es auch früher und ich sage nach 2 Wochen, alles klar. Ihr werdet es sehen. Aber ja, vielen, vielen Dank und ich bin euer René von der Maison Manga. Happy Halloween und noch eine gute Zeit. Bis dahin und ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.